Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video wird es mal ein bisschen was anderes geben, denn ich erzähle euch heute 7 Dinge von mir, die ich hasse. Die dafür sorgen, dass ich täglich Aggressionen bekomme. Manche denken sich irgendwie, YouTuber sind perfekt. Ich kriege auch jeden Tag so liebe Nachrichten von euch, sei es auf YouTube oder Instagram. Leute, ich bin alles, aber nicht perfekt. Aus dem Grunde habe ich mir jetzt 7 Dinge ausgesucht, wo ich zu 100% weiß, dass das nervige Dinge sind und dass ich in vielen Situationen einfach nur nerve. Ich habe mich mit Pascal hingesetzt und Pascal hat sofort die Dinge aufgezählt. Ich möchte das Ganze heute mit euch teilen und euch erzählen, wie schwierig ich doch eigentlich bin. Und an diejenigen, die es interessiert, mich würde es freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt. Ganz viel Spaß beim Zuschauen! Bevor ich anfange, können wir mal kurz drüber reden. Ich sitze wieder auf meinem alten Platz. Mein alter Hintergrund, ich hasse diesen Hintergrund einfach, weil es hier immer flackert. Wahrscheinlich wegen den 2 großen Fenstern. Ich krieg's hier auch mit der Lichteinstellung nie gepeilt. Mal ist es dunkel, mal ist es hell. Jetzt gerade geht die Sonne wieder, ist weg wegen den Wolken. Gleich kommt die wieder. Ich hasse diesen Hintergrund, aber ich habe einfach keinen anderen Platz in der Wohnung außer hier. Weil irgendwie gefühlt an jeder Ecke hier Baustelle ist. So, ich würde mal sagen, wir lassen uns aber davon nicht irritieren. Zur Not hört ihr mir einfach zu und guckt mich gar nicht an. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Was könnte ich wohl hassen, Leute? Das erste, was ich gerne mit euch teilen möchte, ist, ich hasse Kaugeräusche. Ich hasse Schmatzgeräusche. Ich hasse es, wenn Menschen essen. Ich kann es nicht leiden. All die Dinge, die ich euch heute erzähle, sind so Dinge, kennt ihr das, wenn jemand mit Fingernägeln an der Tafel kratzt? So fühlt sich das für mich an, plus noch doppelte Aggressivität. Also, man kann aber so ein bisschen was unterscheiden. Also, wenn ich esse und diejenigen vor mir essen, ist das überhaupt kein Problem. Wenn ich esse, juckt mich das auch nicht. Wie gesagt, in der Gruppe essen kein Problem, alleine essen kein Problem. Sobald ich aber nichts esse und vor mir gegessen wird, kriege ich einen Anfall. Ich kann diese Schmatzgeräusche, Kaugeräusche, Schmatzgeräusche, abgesehen mal davon, ich kann diese normalen Kaugeräusche, kann ich nicht ab. Ich werde sofort wütend, hör auf zu kauen, kau leiser, warum so laut, geht das nicht leiser? Ich raste dann sofort aus, ich muss mir jedes Mal von Pascal was anhören. Also bei uns ist das so, wenn er Spätschicht hat und ich dann schon gegessen habe, setze ich mich dann trotzdem mit an den Tisch aus Höflichkeit, damit er halt nicht alleine essen muss. Er isst aber halt trotzdem alleine, aber ich sitze halt mit bei. Ihr wisst, was ich meine. So, und dann geht es bei mir eigentlich schon los. Wenn ich diese Geräusche höre, könnte ich am liebsten platzen und den ankacken bis zum geht nicht mehr. Ich kann es nicht leiden. Also manchmal sagt er schon, okay, nein, du musst nicht mitessen. Ich habe keinen Bock, dass du mir jetzt ausrastest. Das ist wirklich ein Punkt, der wirklich in vielen Situationen einfach nervt, weil ich mich in vielen Situationen, wenn ich sowas erlebe, nicht konzentrieren kann. Weil es halt manchmal so ist, dass ich einfach keinen Hunger habe und dann diejenigen vor mir aber essen und mein Kopf einfach nur komplett explodiert. Kommen wir mal zu Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 2 ist so ein bisschen was Ähnliches wie Punkt Nummer 1. Und zwar haben wir hier wieder Mundgeräusche. Ich kann es absolut nicht leiden, wenn Menschen an ihren Fingernägel kauen. Ich kann es absolut nicht leiden, wenn Menschen an ihrer Lippe kauen. Ich kann es nicht leiden, wenn Menschen sowas machen. Dieses Geräusch, Leute. Am besten die Fresse boxen, wirklich. Kann ich nicht ab. Und Fingernägel kauen gar nicht. Also wenn Pascal sowas macht, dann, nee, ich raste komplett aus. Ich warne nicht mal vor. Kannst du bitte aufhören? Das ist wirklich so eine Sache. Lass es sofort sein. Jetzt. Sofort. Und das auch schon mit einem aggressiven Ton. Also Leute, das sind so Sachen, die Pascal eigentlich sehr, sehr gerne macht. An der Lippe kauen, an den Fingernägel kauen. Der ist wirklich so einer. Und mich regt das einfach richtig auf. Und das ist manchmal echt schwierig. Aber ich weiß nicht, stört euch sowas nicht? Also wenn ich sowas höre, dann geht gar nicht. Geht einfach gar nicht. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Wenn ich das höre, geh aus der Tür raus. Ich will dich nicht hören, ich will dich nicht sehen. Punkt Nummer 3 ist ein bisschen was anderes, aber hat auch was mit Geräuschen zu tun. Und zwar hasse ich klappernde Geräusche. Alles, wo ich nicht weiß, woher das herkommt, nervt mich. Zum Beispiel können wir da gerade perfekt mein Auto nehmen.
Mein Auto klappert irgendwo. Irgendwo und ich weiß nicht wo. Ich denke mal irgendwo aus dem Türbereich und ich weiß einfach nicht, wie ich dieses klappernde Geräusch wegbekomme. So, für mich gleich ein Grund, Auto muss in die Werkstatt, nimmt das Auto komplett auseinander, ist mir egal, aber mach dieses klappernde Geräusch weg. Mach es weg, ich will es nicht hören. In solchen Momenten könnte ich manchmal sogar sagen, oder ich habe schon ganz oft gesagt, verkauf mein Auto, ist mir egal, welches Auto ich danach habe, aber ich will das nicht haben. Ich kann das nicht, für mich hat das was mit Aggressivität zu tun, ich kann mich nicht konzentrieren. Gerade beim Autofahren ist Konzentration sehr wichtig, gerade ich, die schon einen Unfall hatte. Ich konzentriere mich aufs Fahren und wenn ich alleine fahre, okay, nicht immer. Aber eigentlich konzentriert man sich beim Fahren und wenn dann irgendwas stört, ist das nicht gut. Und mich stört einfach dieses klappernde Geräusch, es muss weg. Es muss jetzt sofort weg, ansonsten raste ich aus. Zum Beispiel klappert auch ganz oft mein Navi. Ich habe ja in meinem VW ab oben ein Navi, was man halt da dran machen kann. Und ich brauche dieses Navi, um Bluetooth anzumachen, damit ich halt mein Handy mit dem Navi verbinden kann und so halt meine eigene Musik hören kann. So, dieses Navi, je nachdem auf welcher Straße ich fahre, fängt auch an zu klappern. Direkt abmachen, in die letzte Ecke werfen, vorbei. Ich will es nicht hören, ich will es nicht hören. Solche Geräusche kann ich einfach nicht leiden. Und ich habe mich gerade volle Kanne gekratzt, aber egal. Ich kann es nicht leiden, ich kann es nicht ab. Löst bei mir komplette Aggressivität aus. Am liebsten Seitenstreifen fahren, irgendwas wegboxen, mein Auto stehen lassen und gar nicht mehr weiterfahren. Es hört sich zwar jetzt für euch blöd an, aber für mich ist es ein Geräusch, das geht nicht. Es ist für mich widerlich, dieses Geräusch. Dieses nervende Geräusch macht mich aggressiv. Und ich kann nicht mehr, ich könnte auf den Boden fallen, ich könnte weinen, ich könnte explodieren, ich könnte alles auf einmal. Ich kann Geräusche nicht ab, irgendwie. Keine Ahnung, aber das ist nun mal so. Punkt Nummer 4 ist ein bisschen was, was man sich abgewöhnen kann, beziehungsweise was man lernen kann, ist nicht zu haben. Es ist Sachen sofort haben zu wollen. Dinge sofort haben zu wollen, Dinge sofort in die Tat umsetzen zu wollen. Und zwar habe ich kaum Geduld. Das bedeutet, wenn ich irgendeine Idee habe oder mir irgendwas in den Kopf gekommen ist und ich will das haben, ich will es unbedingt haben, muss das Ganze jetzt passieren. Wenn ich den heftigsten Pulli gesehen habe, den es überhaupt gibt, dann muss ich den jetzt sofort kaufen. Nicht später, sondern jetzt sofort. Oder es muss halt so schnell wie möglich passieren. Das ist halt in meinem Kopf so, zum Beispiel, wenn man die Sachen bestellen muss, okay, dann muss ich halt noch 4-5 Tage warten. Aber mein Gewissen ist beruhigt, ich habe es mir gekauft. So, wisst ihr, was ich meine? Und das kann man sich abgewöhnen, aber es ist ziemlich, ziemlich schwer. Und ich bin schon immer so gewesen, wenn ich irgendwas haben möchte, habe ich alles getan, damit ich mir das erfüllen kann, damit ich das kaufen kann. Es muss einfach schnell passieren. Das ist, ehrlich gesagt, eine echt schlechte Angewohnheit, weil ganz, ganz normales Beispiel bei mir. Ich wollte unbedingt einen kabellosen Staubsauger. Ich wollte ihn nicht gestern, ich wollte ihn nicht morgen, ich wollte ihn nicht in einer Woche, ich wollte ihn jetzt haben. Mit ganz viel Bitte, Bitte und doch, komm schon und das ist so cool und auf der Arbeit habe ich das auch, bla bla bla, hat Pascal mir das Ganze dann gegeben, weil ich unbedingt wollte, dass es jetzt sofort zu Hause ist. Poco hatte noch 3 Stunden offen, wir fahren jetzt zu Poco und wir kaufen mir meinen Staubsauger. So. Ich hasse es, aber leider ist das auch eine blöde Angewohnheit von mir. Kommen wir mal zum 5. Punkt. Und der 5. Punkt ist wirklich der absolut nervigste Punkt, worüber sich Pascal mit am meisten aufregt. Und zwar ist es ein Punkt, den ich weder kontrollieren kann, noch weiß ich, wie er überhaupt ausgelöst wird und wie ich das Ganze überhaupt wegbekomme. Denn das Ganze passiert immer unkontrolliert. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das Ganze erklären soll. Das ist nämlich echt schwer, weil ich es halt eben selber nicht ganz verstehe. Aber ich nenne euch ein paar Beispiele. Vielleicht könnt ihr dann ja irgendwie erraten, was ich habe. Oder vielleicht wisst ihr, was ich habe. Womit fangen wir an? Wir nehmen einfach irgendein Beispiel. Pascal hat zum Beispiel an einem Mittwoch um 14 Uhr einen Kugelschreiber auf dem Tisch liegen lassen, weil er irgendwas geschrieben hat und ist dann halt einfach weggegangen. Zocken, sagen wir mal. So, ich habe das Ganze gesehen und mich hat das nicht gestört. Mich hat es nicht gejuckt, mich hat es nicht interessiert. So, plötzlich, 2 Stunden später, sehe ich diesen Kugelschreiber auf dem Tisch und in mir kocht die Wut, weil dieser Kugelschreiber da nicht hingehört. Dieser Kugelschreiber gehört sofort an seinen Platz, in die Schatulle, ins Dings, wo die ganzen Kugelschreiber sind, ist vollkommen egal. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben 3 Krümel auf dem Boden. 2 davon interessieren mich nicht, die Bohne, aber der dritte muss sofort weg.
Ist mir egal, wo den Staubsauger, dieser eine Krümel muss jetzt weg. Es lässt mir keine Ruhe. Ich könnte nicht schlafen gehen, nichts. Der Krümel würde mir nicht aus dem Kopf gehen. Ich habe das schon ganz oft so gehabt, dass ich Dinge hingelegt habe, mein Kopf mir aber gesagt hat, nein, die Dinge müssen dahin. Und dann wollte ich schlafen gehen und es ging nicht. Es ging nicht, bis ich dieses eine Ding an den Platz gebracht habe, wo mein Kopf mir gesagt hat, das muss dahin. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe, was könnte man da nehmen? Ich habe mein Handy an die Ladestation geparkt und habe es auf die Kommode gepackt. Mein Kopf sagt mir bei diesem Moment, nein, dein Handy muss sofort neben dir liegen, neben dem Kissen. Dann kann ich nicht eher schlafen gehen, mich nicht eher zur Ruhe bringen, bis mein Handy neben meinem Kissen liegt. Und so ist das ganz oft im Alltag mit vielen verschiedenen Dingen, dass plötzlich mein Kopf so sagt, dieses Ding muss dahin, das muss weg, das muss sofort weg. Und wenn diese Dinge nicht sofort passieren, raste ich aus. Das ist ganz schlimm bei mir und ich wünschte, ich könnte das irgendwie kontrollieren, aber ich weiß nicht, was es für Dinge sind. Es kommt wirklich im Alltag einfach wie Fingerschnipsen. Mein Kopf sieht irgendwas, ja, es ist egal. Es ist dieses eine Ding, was ich gesehen habe, ist egal. Mein Kopf sieht aber das nächste, ich gehe weiter und plötzlich denkt mein Kopf an dieses letzte, nein, stopp, du musst nochmal zurück und das musst du ändern. Das ist richtig, richtig schlimm. Zum Beispiel, ich könnte jetzt mein Zettel, den ich hier habe, hierhin pfeffern. Es würde mich vielleicht im ersten Moment nicht stören. Ich gehe hier aber weg. Es stört mich jetzt gerade nicht. Ich gehe hier weg und möchte mich dann vielleicht hinlegen und ein Mittagsschläfchen machen. Könnte ich nicht, bis dieser blöde Zettel nicht im Müll gelandet ist. Vielleicht weiß einer von euch, was das ist, aber es regt mich auf. Kommen wir mal zum sechsten Punkt. Und der sechste Punkt, den kann ich ganz oft kontrollieren, aber weiß ich nicht. Ich bin es halt trotzdem gerne. Der sechste Punkt ist einfach, ich bin hippelig. Ich komme nicht zur Ruhe. Wenn ich mir an einem Tag irgendwas festgelegt habe, dass ich das erledigen möchte, dann muss das passieren. Dann renne ich den ganzen Tag durch die Wohnung und das mache ich und das mache ich und das mache ich und Video drehen und kochen und dies und das. Es gibt Tage, da komme ich natürlich zur Ruhe, kann mich hinlegen und dann interessiert mich einfach gar nichts mehr. Ganz kleines Beispiel, zum Beispiel Sonntag, wir kommen von meinen Eltern wieder, statt sich hinzulegen, sich auszuruhen, nein, Alina hat ein Staubwedel genommen, Alina hat geputzt, hat das und das gemacht und irgendwann dann nach 3 Stunden war es dann alles wieder gut. Ich kann oft einfach nicht in Ruhe sitzen. Also was heißt nicht in Ruhe sitzen? Ich suche mir halt einfach immer Arbeit. Ist natürlich zum Positiven, ganz oft tue ich mir einfach zum Putzen etwas. Dann ist die Ecke, die eine oder andere Ecke ist dann schön sauber. Aber manchmal denkt Pascal einfach nur, er hasse sie nicht mehr, alle Latten am Zaun. Wir haben Sonntag, 17 Uhr und du läufst hier mit dem Staubwedel durch die Gegend. I'm sorry. Kommen wir zum siebten und letzten Punkt. Und dieser Punkt, der ist wirklich eigentlich ganz einfach zu lernen. Ich packe es aber einfach nicht. Ich peile es einfach nicht. Und zwar ist es der Punkt, ich kann nicht Nein sagen. Ich kann Dinge sehr schwer ablehnen. Ganz oft auf der Arbeit, Alina, kannst du Vertretung machen? Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Eigentlich kann ich nicht. Eigentlich habe ich einen Termin. Eigentlich ist mein Tag schon voll geplant. Und was sage ich? Ja, kann ich. Ist in Ordnung. Warum? Warum ist das so? Das ist zum Beispiel auch ganz oft bei den Verlosungen so. Ganz viele YouTuber nehmen eine Person, die bei der Verlosung gewonnen hat. Alina nimmt 2 oder 3 Leute, weil ich mir denke, ach ja, nein, das musst du noch nehmen und die musst du noch nehmen. Und ja, deswegen sind es auch beim letzten Mal 3 geworden, weiß ich nicht. Wenn ich es finanziell packe, dann ermögliche ich es halt auch mehreren Leuten. Einige würden sich denken, oh, ich habe gespart, kein Problem. Ich denke mir nur so, nee, das machen wir so. Das ist richtig, richtig blöd. Zum Beispiel, wenn man mich was fragt im Privaten und ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, kommt aus meinem Mund irgendwie automatisch, ja, mache ich. Kannst du das mal holen? Habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Ja, mache ich. Alina, kannst du kurz den Müll rausbringen? Habe ich gar keinen Bock, aber ja, mache ich. Alina, kannst du das? Alina, kannst du das? Alina, kannst du das? Okay, ich habe keine Lust. Mache ich. Leute, das nervt so hart, aber irgendwie kann ich mir das persönlich nicht abgewöhnen. Ich bin einfach irgendwie in manchen Dingen zu nett. Ich kann zwar auch wirklich anders. Ich kann auch wirklich eine aggressive, wirklich verletzende Person sein. Aber oft bin ich einfach zu nett. Zum Beispiel, wenn ich ganz, ganz schlimm sind, wenn ich Tiere sehe auf der Straße, ich könnte die sofort alle mit nach Hause nehmen. Wenn es danach ginge, würde ich gerne den ganzen Zoo zu Hause haben.
Was auch schlimm ist, wenn ich Obdachlose auf der Straße sehe, ich fühle mich gezwungen, ich fühle mich richtig in meiner Seele gezwungen, diesen Menschen irgendwas zu geben. Sei es etwas zu essen, sei es etwas zu trinken oder ganz schlimm ist sogar mit Tieren. Dann muss ich dem Hund was holen und dem Menschen daneben auch. Das ist halt bei mir so. Ich weiß nicht, wieso das bei mir so ist, aber ich habe den Drang auch oft zu helfen. Ja, manchmal gut und manchmal schlecht, weil wenn ich Obdachlose sehe, wenn ich wirklich sehe, die tun nur so, dann mache ich nichts. Wenn ich aber nicht weiß, ob die so tun oder ob die wirklich obdachlos sind, es gibt ja ganz viele, die sind einfach in der Stadt und machen so Geld, so, ne? Wenn ich den Unterschied aber nicht sehe, sage ich nicht einfach, nein, ich sehe es nicht, ich gebe jemand anderem was. Nein, ich gebe demjenigen auch was. Ob der dann am Ende so tut oder nicht, das weiß ich nicht, aber es ist halt einfach Höflichkeit. Das ist wirklich eine Sache, die würde ich gerne mir ein bisschen abgewöhnen. Einfach mal Nein sagen. Einfach mal sagen, ich kann jetzt nicht, ich möchte nicht, ich will das nicht, basta. Ist aber leichter als gesagt. So Leute, wir sind schon am Ende des Videos angekommen. Also die 7 Dinge sind wirklich keine einfachen Dinge. An diejenigen, die genau zugehört haben, geben mir da glaube ich irgendwo recht. Gerade wenn man einen Partner hat, stellt das Ganze doch einem Steine in den Weg, weil es dann oft zu Krieg führt, weil ich halt bei diesen 7 Sachen oft zur Aggressivität neige, bis auf beim 7. Da bin ich einfach zu nett, da bin ich halt einfach nur böse auf mich. Aber bei anderen Dingen hat das halt viel mit anderen Sachen oder Personen zu tun, die halt dann wirklich nicht so toll sind. Und wie gesagt, die würde ich mir sehr gerne abgewöhnen, aber halt alle anderen 6 Sachen sind schwer, was das Ganze angeht. Natürlich schreie ich ganz oft Pascal am Tag an. Manchmal kommt es vor, dass ich gar nichts sage, dass ich ihn gar nicht anschreie. Dann gibt es aber 3-4 Tage hintereinander, da schreie ich ihn jeden Tag an, weil mir das nicht passt, das nicht passt, das nicht passt und das nicht passt. Ja, aber er hat mich trotzdem lieb. Er sagt dann einfach nur manchmal, Schatz, du ab, du regst auf, sagen wir mal, das nette Wort. Ja, ich bin ihm trotzdem da unheimlich dankbar dafür, dass er mich aushält. Ich sag mal so, das Maximale, was bei mir schon passiert ist, wenn die Dinge nicht so geschehen sind, wie ich es wollte, da habe ich wirklich eine harte Aggressivität ausgestrahlt. Zum Beispiel habe ich Pascal 5-mal hintereinander gesagt, tu das bitte weg, ich kann das da nicht sehen. Und er hat es einfach 5-mal knallhart ignoriert. Und das sind vielleicht, ich habe ihm das immer einmal in einer Stunde gesagt. Das heißt, ich habe ihn in 5 Stunden 5-mal am Anzug gesehen, dass er seine Sachen bitte wegräumen soll. Er hat es nicht gemacht. Und ich habe dann halt mit Brotdosen geschmissen. Und alles, was mir gerade in der Quere war, habe ich geschmissen, weil ich halt in diesem Moment solche Wut und Aggressivität hatte, dass ich auf irgendwas schmeißen muss, knallen muss, beißen muss, was auch immer. Aber ich muss in diesem Moment diese Aggressivität irgendwie irgendwo auslassen und das muss Bums machen. Ansonsten komme ich nicht zur Ruhe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Falls ihr noch kein Abonnent seid, auf jeden Fall abonnieren ist kostenlos, Leute. Also habt keine Angst. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna.